Racers League Jungs, ihr seid dran. Abfahrt bitte schön. Und damit sind wir unterwegs. Mirko Wenzel gegen Robert Osterland. Was macht Harry Liedtke, der einen sehr passiven Start angekündigt hat? Lässt sich hier gleich von Sascha Miesterfeld und auch von Matthias Enke überholen. Es ist Mirko Wenzel, der die erste Kurve hat. Und Harry Liedtke setzt sich doch noch auf die 3. Ja, mit Bravour hat er das gemacht. Von wegen defensiver Start. Pustekuchen. Dritte Position. Brillant verteidigt. Hören 3, die nächste. Robert Osterland lässt offen. Liedtke versucht, sich durchzuquetschen. Und ist neben Osterland. Die nächste Kurve geht rechts herum, aber Liedtke steckt zurück. Ja, das ist die Liedtke-Kurve, ganz eindeutig. Und Robert Osterland muss da 8 geben. Der kann nicht auf normaler Linie da durchfahren. Ansonsten hat er den Harry Liedtke nicht nur im Kofferraum, sondern gleich an der Beifahrertür. Osterland und Liedtke, was macht ihr? Wann eskaliert das hier? Bei dem Boxenstopp wird es die beiden wahrscheinlich auseinanderziehen. Noch krasser als hier jetzt auf der Geraden. Das sind schon beim Eingang, beim Ausgang von Turn 16. Das sind dann fast wieder die obligatorischen 15 auf der Geraden. 3 sind es hier. Weil mindestens eine kommt noch die weiteren 800 Meter runter zu Turn 1 hinzu. Den Minuten vor Halbzeit. Oh, jetzt versucht das Liedtke gegen Osterland. Durch Turn 3 wird das der Move. Und der Liedtke, wenn er jetzt später bremsen kann, und das sollte er, dann hat er sie in letzter Konsequenz. Nach 18 Runden geht der Liedtke vorbei. Und wenn Osterland das Ding jetzt kontert, war alles für umsonst. Da wird eine Berührung in Kauf genommen. Links wird angeschoben, rechts hin und her. Und außen herum holt der Osterland sich die Position wieder. Ja, was für ein Manöver von Robert Osterland, der hier die zweite Position bis aufs Letzte gegen Liedtke verteidigt. Oh, war das aber ein heikles Ding hier auch. Aber die haben es beide gut rübergebracht. Die scheinen sich zu kennen. Das war nicht das erste Duell von den beiden. Das merkst du genau an solchen Szenen. Hier haben wir den Rennsieger. Teilweise musste er zittern. Jetzt ist es der Sieg. 16 Punkte in Grid 2. Für Game of Thrones. Für Mirko Wenzel auf der zweiten Position. Robert Osterland auf dem dritten Platz. Durch die Boxenstopps hat er es fix machen können. Sascha Miesterfeld. Und dahinter erleben wir dann einen Harry Liedtke. Schönen Paarflug hier mit dem Teamkollegen drüber. Ein Harry Liedtke auf der vierten Position, der gekämpft hat, der alles versucht hat, um überhaupt erstmal an Robert Osterland vorbeizukommen. Zusammen mit Robert hatte er die schönste Szene des Rennens. Hier hat es jetzt noch für die vierte Position gereicht, auch wenn wir dachten, dass da vielleicht noch ein Duell mit Christian Seelemann geht. Christian Seelemann